Willkommen im Lager. Bringst du irgendwie blöderweise zusammen, dass Fraps mit über 25 FPS aufnimmt? Das ist geblockt, okay, weiß ich nicht, weil das die freie Version ist und ich kaufe mir sicher nicht Fraps für ein paar Videos, was ich mache. Aber es geht, glaube ich, so auch. Ich meine, man merkt, dass es nicht 60 FPS ist, aber das ist so leid zum Herzen. Freie Kamera habe ich wieder zusammengebracht, voll gewaltig. Also nachher kann man sich da mal einen Überblick verschaffen. Das ist der Eingang ins Lager eben und das schaut halt so cool aus, wenn man sich... Ich finde auch die Nebelschwaden und das zeigt cool. Das ist irgendwie hängen geblieben und das ist, auch wenn man die freie Kamera ausschaltet, das ist vom Zusammenbruch von dem Zeug, aber ist ja gleich. Brenner tut es da auch nicht mehr. Alep Ano, habe ich dann überhaupt umgebracht? Da, oder, weiß ich nicht mehr, wie heißt, irgendwas mit G. Jedenfalls tut der da beim Feuer umeinander zorn, der zorg ins Feuer rein. Und es ist halt fein, weil du kannst recht schnell durchfetzen. Ich glaube, da leben die Wölfe auch noch. Das ist ein älteres Safe-Game und ich will das nicht von ganz von Anfang an. Ja, da liegen sie, die Sauviecher. Der Schatten schaut schon mal ein bisschen aus, als wir in Early Access. Aber cool, no clippen, gell? Also du kommst wirklich durch alles durch. Du kommst durch die Mauern durch und du kommst durch die Barriere durch. Da sieht man dann nicht mehr rein. Beliar-Tempel. Beliar. Und ja, das meine ich, ist jetzt nicht so interessant. Das ist halt einfach da. Da ist es da und da steht der Ori. Musik habe ich ausgeschalten. Ah, da habe ich noch nicht einmal offen. Hey, das trifft sich aber eh relativ gut. Weil nachher lebt da noch alles. Dann sind da die Scavenger auch well and alive. Wenn es die schon gelohnt hat, man weiß ja nie, gell? Ah, ja, ja, da stehen sie schon. Und das finde ich ja wirklich witzig, dass die Scavenger da so richtige Dino-Saufegel sind. Und ich glaube, jetzt vielleicht nicht verwandt, aber haben schon relativ viel zum da mit den Snapper. Snapper ist da herum einer. Soweit ich noch weiß. Da hinten geht er. Nein, das ist ein Scavenger. Snappy Wappy. Danny Death Bond. Aber wenn man das... Nein, das ist schon ein Snapper. Wo ist der erst größer, oder? Hey, das Leile Kruser jetzt echt nicht so. Aber wurscht. Ja, da ist noch der Turm, wo man signalfreier ausschaltet und da stehe ich hitzigerweise. Warum auch immer, das wird jetzt mit der Cam zusammenhängen. Jetzt schauen wir uns einmal eine Fleischwanze von der Nähe um. Ja gut, so viel anders. Also im Ansatz schauen sie nicht aus. Sie haben wahrscheinlich mehr Polygone wie das alte Lager insgesamt. Aber das ist ja gleich. So, nachher schauen wir mal weiter da. Jetzt bevor ich da runterfahre, mache ich einen Jump Cut. Eine Ewigkeit später. So, jetzt muss ich mich echt nochmal korrigieren. Natürlich ist das ein Snapper gewesen. Weil die Snapper sind ja die mit den Händeln. Also die haben so kleine Hörner am Kopf. Und das hat der da. Ja. Ausschauen, dann ist schon hübsch raus. Und da ist, ja eben, deswegen habe ich gemeint, weil herum sind Scavenger auch. Und natürlich in alter Gothic-Manier, fast kein Quadratmeter, wo nichts ist. Da herinnen ist nochmal eine Höhle mit drei Wölfe. Da liegen sie brav und schlafen und dann mal nixen. So. Gut, da herunten ist jetzt nochmal der Aufzug, dann was man ja einschalten kann. Und die Brücken, wo ich zuerst was vergeblich versucht habe, mit Millionen weiß Health runterhupfen. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal durch. Ich meine, das haben sie jetzt schon noch modelliert natürlich. Aber da sieht man jetzt da, immer logisch nicht. So was modellieren, wenn man es nie zu Gesicht bekommt. Die Bacheln, die Flüsse, da wie sich wer die da. Wenn ich da zusammengehen und wie es da herunten halt ausschaut, so ein bisschen aumäßig, das passt auch. Der Wald unterm, also beim alten Lager, es ist echt super nachgemacht. Ich denke, dass das alles noch nicht final ist von der Gräsen her, aber es ist schon lässig und auch eben das sinnige Zeug alles. Und was haben wir da? Also da, ja gut, gehen wir mal einer. Von oben sieht man ja den Bewuchs und die Details auch schon und ein bisschen das Licht und so, aber innen drin ist natürlich genau gar nichts. Also es ist auch da nichts nachgebaut. Man kann keine Weiber beim Baden ausspechteln immer noch. Also so wie man es einmal da gekannt hat. Ja, war ich gespannt, ob es nicht rein in die Nackten. Und ja eben, also alles was man halt nicht der Sicht, haben sie ressourcensparend auslassen. Was ich sagen, echt lege Artis Burschen, da haben sie was drauf. Hetzig, alles Vogelscheiße auf dem Dach oben. Alles, gell, komplett. Und Flechten. Aber die Buddlerhütten sind komplett sauber. Die werden sich wahrscheinlich jeden Tag ankehren. Da ist auch kein Boden drin, nirgends und gar nichts. So lebt halt der Buddler. Braucht kein Boden. Und ja, sonst gibt es im alten Lager nicht viel zu schauen. Also es ist halt vorne ein bisschen beleuchtet. Er schaut super aus. Darum kann man es nur anschauen.
darum. Man, da ist natürlich auch nichts drin wahrscheinlich, aber ich habe sogar gebaut. Und ja, ich finde die Zacken super. Und was haben wir denn da Schönes? Haha, ist ja witzig. Also es sind ein paar Landmarks, die was ja jeder kennt. Das ist der alte Turm, glaube ich, das ist der neue Turm. Ich komme da überhaupt nicht mehr erinnern. Aber es ist lustig, dass man ein paar Landmarks sieht. Immer zuerst einbildet man sich die alte Festung irgendwo. Ich glaube, das haben wir wirklich einbildet. Da haben wir, weiß ich nicht, Wachposten, das ist auch cool. Und ja, da hinten eben, die Kuppel ist wahrscheinlich ungefähr ein Drittel von dem, was sie dann am Ende sein wird, weil sie geht ja da wieder runter, also die Illusion sollte ja da sein, aber das möchte man von hinten überhaupt nicht. Also da ist wirklich gleich Gebirge und Zeug, schaut aber echt schon echt geil aus, und man sieht da an die Bäume und so, das, ich weiß, wird sich noch vieles ändern, aber die kannst du so stehen lassen, also das schaut jetzt einmal von der Weiden vom Level of Detail gar nicht schlecht aus. Das ist total super, das sind die magischen Bäume, Wingardium Arboreosa heißt es, glaube ich, der Zauberspruch. Trauen sich die mit? Nein, wollte die trauen sich sogar mit, oder? Nein. Das sind ja keine Sprites. Aber gut, das ist einfach leer Felsen. Nein, es ist schon mal relativ viel fertig da vorne, also vom Abend her, das taugt mir. Ja, da rennt das nachher aus und ja, da haben sie das auch praktisch so gemacht, glaube ich, einfach zu Fleiß. Man sieht nachher nicht mehr weiter. Man sieht immer, wie gesagt, nicht mehr zurück rein, wenn man mal außen ist. Siehst du, da ist sofort der ganze Level of Detail kaputt. Ja gut, dann mit einem schönen Rückflug über die Start-Area. Das Feuer ist auch super gemacht. Also das gefällt mir. Es ist so ein bisschen rot. Ja, damit fließt man nachher. Aber das da herum, also es ist halt wirklich sehr, sehr detailverliebt und originalgetreu nachgemacht, und das ist, man sieht halt, also dass das Handarbeit ist, das braucht ja keiner erzählen, das sieht schon so, ne, also das ist, wenn das den Detail gerade beibehaltet, nachher scheiße, hey, das ist so, so schwer, das Spiel, und die Unreal Engine 4, die kauft halt momentan alle und jeden die Schneider, das ist unglaublich. Ja gut, nachher hoffen wir, dass da bald einmal was nachkommt, vor irgendwelche Demos oder Treiber oder sowas. Treiber so. Teaser, Trailer, das Money. So, da, Erika.